Einige Überraschungen für euch festgehalten. Deswegen wollen wir euch die nächste auch nicht vorenthalten. Lieber Carolus, was hast du entdeckt? Ja, ich glaube, hier ist ein Katzenklo, aber ohne Katzenstreu. Das ist Katzen. Da war mal das Katzenklo. Das stinkt schon so. Ja, das stinkt nach Katzen. Aber das Styropor kannst du trotzdem noch mal nehmen. Ja, mit Sicherheit. Alte Pisse. Ja, ohne Scheiß. Ich hab auch gerade angerochen, das stinkt erbärmlich. Pisse. Alte Pisse. Pisse, Harnstoff. Und da wird ja wohl keiner AdBlue in die Ecke gekippt haben. So meinst du. Ja, was sagst du hierzu? Ja, ist eigentlich doch geil so. Das ist doch Recycling, oder? Was wir hier machen. Ja, das Upcycling. Weil vorher war das hier scheiße, da ist es jetzt gut, da unten drin. Ja, ne? Da gehört's hin. Da kommt nämlich unsere Betonplatte. Oh. Man kann jetzt argumentieren, da muss mehr Nullanteil rein, das ist auch richtig zum Verdichten. Aber wir werden die neue Bodenplatte erstmal hier auf dem Fundament auflegen, da hinten auf der Mauer. Und wir werden die in der Wand verankern mit Bohrung und Torstahl. Was weiß ich, 12er oder was, 14er Stahlstangen werden wir in die Wände stecken. Dann haben wir noch alte da von den alten Trägern hier. Ja, die stecken wir rein und dann hält sich die Decke sozusagen auch, wenn es unterwegs sackt. Hast du hier eigentlich schon gefilmt, wie die das gebaut haben? Nee. Also hier war jetzt ja gerade dieser sogenannte Estrich, dann hier dieses versiffte Styropor und das ist jetzt hier die das Bodenplatte. Sozusagen. Das ist Löwengrube, der Fuchsbau. Pass auf, das sind Schlangen. Das ist Schlangengrube. Schlangengrube. Schön, ne? Das ist jetzt eine Betonplatte, die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich verstehe nicht, wie das so weit absacken kann. Wahrscheinlich haben die den Sand so locker reingeschaufelt und dann Decke drauf. Aber es hält. Das ist ja das Komische. Ich bin auch noch nirgendwo eingebrochen auf dem Beton. Stimmt, gerissen war nur der Estrich. Ja, das ist doch komisch, oder? Weil die müssen wir ja noch wegstemmen. Ist ja viel zu hoch für deine Dämmung. Außer du willst wieder 2 cm des Estrich machen. 2 cm ist ja schon der Durchmesser von den Dings-Heizschlangen, ne? Da gucken die oben so ein bisschen raus. Da hast du direkt die Wärme am Fuß, sag ich am Schluss. Ja, richtig, genau, logisch, absolut, richtig, klar, logisch, genau. Soll ich dann hier die versifften Platten zu dir rüberbringen, oder? Ja, die kannst du bei mir, solange ich am Klo lagere. Wie kann das denn so versifft? Stimmt, bei deinem Klo sieht das auch irgendwie so aus. Nee, das... Du hör mal, ich glaube, das war hier so, weil dahinter nie gelüftet wurde, ist da einfach... Ist ein Kondenswasser einfach, ne? Das ist doch Pisse. Kondenspisse. Kraus, das ist alles nett, dass du das hier schön reden willst, aber da wurde hingepisst. Das ist die harte und nackte Realität. Ich meine, es ist auch überall hier so ein bisschen angesifft, aber das... Also da war auch eine Pisse. ...ist so eine Art Siff-Hotspot. Aber ich finde, kann man trotzdem nochmal nehmen. Ja, schön. Aber so machen wir das doch gut. Mal schön klein die Brocken und dann kannst du die doch da verteilen. Hast gesehen, mit Hand, ne? Habe ich das gemacht. Klar, logisch. Weil der Dings wieder mal, die Kohlebürsten wieder mal abgenüdelt waren. Ja, holt euch bloß Brush. Nehmt nicht, was wir haben. Holt euch was Besseres. Link in der Videobeschreibung. Warte mal, ich mach Lüftung wieder. Okay. Diesen Laubpuster. Damit machen wir so ein bisschen Frischluft. Es ist wirklich so, wenn ihr da rauspustet, kommt von da frische Luft rein, das ist so. Wahnsinn. Ja, also der Estrich ist jetzt hier weg. Aber was das ist, das soll eine Bodenplatte sein. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das ist eine solide Bodenplatte hier. Das nennst du solide. Guck mal hier, das ist ein normaler, leichter Hammer. Oh, warte, hat es nicht gefällt. Nochmal bitte. Hier, kannst du so abschneiden. Ja, nochmal an andere Stelle. Das ist doch keine Bodenplatte. Gut, also hier ist jetzt jedenfalls der Estrich.
Hier sind die Styroporträger. Ja, das ist jetzt das nächste, was wegkommen muss. Ne? Aber da hier ja der Durchgang ist, sollen ja die Steine weiter runter, dass da die Bodenplatte durchgängig ist. So richtig? Würde ich es machen. Weil dann hast du eine große Fläche, stabil aufliegend. Das so habe ich mir das überlegt und ich bin ja Ingenieur und daher vertrauen wir die Leute. Komischerweise. Hauen wir nicht gegen die Metallschienen da drin. Da vertrauen wir die Leute. Ich arbeite immer professionell. Mit so einem Zimmermannshammer. Ja, der Baufuchs, der scheltet uns wieder. Lieber Baufuchs, wir wissen, dass das ein Zimmermannshammer ist, aber wir wollen es trotzdem so machen. Du musst da mit Brecheisen die rausdrücken. Ha, oder so. Kick. Du kannst sie sauber rausnehmen. Ja, wirklich. Dann wollte ich mal gucken, ob man hier die nochmal nehmen kann. Eigentlich Quatsch nur. Wir müssen immer mal wieder was zumauern und die kosten halt Geld. Bares Geld. Einer kostet 50 Cent im Baumarkt. Jetzt kauft man die nicht im Baumarkt, lass sie billiger sein, aber da habe ich jetzt 20 Sekunden dran geklömmelt für 50 Cent. So einen Stundenlohn will ich erstmal haben. Die hast du ja, wenn du das machst. Deswegen. Guck mal, da brauchte ich nichts. Ah, 3 Sekunden sogar 50 Cent. Boah, ja, du bist immer sehr viel effizienter eine geworden. Eine Sekunde 50 Cent. Hier. Wahnsinn. Das ist wie ein Bergwerk hier, der auch. Die sind noch neu. Viele bewahren die gar nicht auf. Da nee, kommt das so auf den Container. Genau. Das ist wie ein Goldband. Die sind doch top. Der auch. Hier, ganz schönes Exemplar. Ja gut, dann werde ich jetzt die guten hier drüben in die Karre machen. Ja, gut. Dann können wir die nachher aufstapeln. Ne? Und alles klar. Scheiß. Ja, so, also wir haben jetzt hier eine Schicht schon mal reingebracht. Das ist eigentlich zu grob, aber wir wollen mal gucken, was der Wacker da rüttelt. Hilf mir mal mit dem Wacker. Jetzt sollte er natürlich auch anspringen. Ach komm.
Cola bitte Bremsenreiniger.